Die Kriminalität in der größten Stadt Deutschlands schläft nie. Für die Polizei bedeutet das, jederzeit einsatzbereit zu sein. In einer Wohnsiedlung sind gerade Sören Naujok und Adam Sestric auf Streife, als ihnen ein Wagen auffällt, der blutüberströmt ist. Alter, was ist denn da los? Halt mal an. Ja. Das ist das Blut? Ey! Ich komm hier, die Kinder. Kümmer dich mal wieder. Hey, bleib mal stehen, Junge! Hey! Was ist denn hier los? Komm mal runter, komm mal runter, komm mal runter. Komm mal runter. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Ist das Farbe? Was ist denn hier los? Wir sind hier angekommen. Wie hier angekommen? Also, wir sind hier vorbeigelaufen. Ja? Und dann haben wir eben Fotos gemacht. Okay, das Auto war schon offen? Das Dach war schon offen, ja. Dach war schon offen, ihr seid reingeklettert. Also ich, ja, und er hat dann Fotos gemacht. Okay. Wisst ihr, wem das Auto gehört? Nein. Nein. So, hier, Hamann. Was geht denn hier ab? Was ist denn hier bloß? Auto stand wohl offen. Der Kleine ist über das Schiebedach reingeklettert. Das stand schon so, das Auto, oder was? Wir sind nur vorbei. Und warum rennst du jetzt weg? Du bist ein bisschen Schiss. Ja, schön. Okay. Ist das Blut, oder was? Wollen wir noch weiter? Habt ihr irgendwas mitbekommen, oder war das Auto jetzt wirklich vorher schon so gewesen? Nein, wir sind von der Ecke gekommen, wir wohnen da. Und das Auto war einfach so. Wir dachten, wir machen einfach ein paar Bilder. Unsere Website. Virolina für City 103? Das ist aber auf jeden Fall ein geiles. Ja, einmal bitte eine Kennzeichenabfrage. Ja, sowas hat man ja nicht alle Tage. Nee. Alter, bitte. Wilhelm Ida, Trennung Bertha Anton, 1507. Hey, was ist denn hier los? Ja, Moment, was ist denn hier los? Wunderschönen Tag. Wie sind? Hallo, Perfurt, das ist der Wagen meines Mannes. Christian. Mannes. Okay, Was ja, gute ist passiert? Frage. Das fragen wir uns auch, was mit dem Wagen passiert. Wir sind gerade hier vorbeigekommen, die Kinder waren in dem Auto drin, haben drin gespielt. Ja, hey, Moment, reden Sie mal kurz mit dem Kollegen weiter. Ist was mit Christian passiert, mit meinem Ehemann? Wir wissen noch gar nicht, was City hört. Wem gehört das Auto? Mein Ehemann, das ist der Dienstwagen meines Mannes. Okay. Wie redest du normalerweise arbeiten? Der ist unterwegs, der ist nicht da. Eigentlich dachte ich, er ist mit dem Wagen losgefahren. Okay, wo arbeitet er denn? In einer IT-Firma um die Ecke. Eigentlich wollte der Familienvater heute Morgen unbedingt das Auto nehmen. Damit die Polizisten das Wageninnere überprüfen können, holt die besorgte Ehefrau den Zweitschlüssel. Und Sie wissen noch nicht, was mit meinem Mann ist, weil eigentlich ist er mit dem Auto unterwegs. Das will ich noch nicht sagen. Wir gucken erst mal, ob wir hier irgendwelche Hinweise finden. Kannst du mal bitte kurz? Ja. Plastiktüten. Und das Auto stand aber die ganze Zeit jetzt vor der Tür. Ja, ich habe auch gerade festgestellt, dass eigentlich wollte er mit dem unterwegs sein und mein Auto ist aber weg. Hast du irgendwas? Laser weg, 15 Uhr. Okay. Martinsstraße 12. Lasertag? Was ist Lasertag? Das ist so eine Art Paintball, also nur mit Laser, Rot, Infrarot. Okay. Das ist eine Spielehalle. Okay. Mein Kollege hat Flyer gefunden von Lasertag-Schießen, welches heute um 15 Uhr stattfinden sollte. Das war auch in seinen Terminkalender eingetragen und das nehmen wir jetzt erstmal als Hinweis, weil die Frau konnte uns nicht weiterhelfen und deswegen werden wir dem Ganzen mal nachgehen. Versuchen Sie mal, Ihren Mann anzurufen. Vielleicht kann er Ihnen ja was sagen. Ich nehme mal einen Schlüssel, bitte kurz. Virolina für City 103. Da wir nicht ausschließen können, dass es sich hierbei um Blut handelt, hat Sören über die Leitstelle die KT-Kräfte angefordert. Die werden überprüfen, ob es sich wirklich um Blut handelt. Wir können es zumindest hier vor Ort nicht ausschließen. Für Sören Naujok und Adam Sestric hat in diesem Moment die Suche nach dem Vermissten oberste Priorität. Die einzige Spur ist sein Kalendereintrag. Deshalb fahren sie nach Neukölln zur Lasertag-Halle. Das ist mein Auto. Wo? Das, davor, der Citroën. Das ist mein Auto. Ja, da, okay. Da muss Christian sein irgendwo. Dann sind wir ja schon mal auf dem richtigen Weg. Sie sind sicher, das sind Ihr Auto? Ja, das ist mein Wagen. Okay. Okay, wenn wir jetzt bei den Lasertag reingehen, also halten Sie sich bitte ruhig und im Hintergrund, ja? Erstmal. Da die Streifenbeamten aufgrund des blutbeschmierten Firmenwagens von einem Verbrechen ausgehen müssen, machen sie sich auf das Schlimmste gefasst. Wunderschönen guten Tag, die Polizei. Wir suchen eine Person. Oder sagen wir, suchen mehrere Personen eventuell. Ja, das sind drei Männer, die spielen Lasertag. Drei Männer. Haben Sie die Namen von den Männern zufällig? Nee, keine Ahnung, ich habe die nur ausgestattet. Irgendwas mein Mann, ungefähr so groß, dunkle Haare, helle helles Jacke. Hemd,
Jeans, haben Sie ihn gesehen? Nee, ich hab's ganz wichtig. Ist irgendwas auffällig bei diesen drei Herren gewesen oder irgendwas? Nö, eigentlich gar nicht. Und die waren Christian! Zu dritt? Ja, die waren zu dritt, ja. Zu dritt. Genau, die spielen jetzt da drin. Können genau. Sie die vielleicht mal rausholen? Also können ja auch einfach selber reingehen. Naja, gut. Weil ich weiß jetzt nicht, wo die genau spielen. Also gehen Sie einfach mal rein und dann... Hallo, ist hier jemand? Hallo, Polizei! Hallo, ist die Polizei? Mal bitte alle das Spielen unterbrechen! Hallo! Kommen Sie mal bitte ran hier. Sie sind zu dritt, wurde gesagt. Wo ist die dritte Person? Ist Nikolas, weiß ich nicht. Nikolas! Was? Kommen Sie mal ran, komm bitte hier. Könnt ihr weiterspielen. Das war auch zu schießen, du Depp. Habt ihr Christian gesehen? Kennen Sie die drei Herren oder was? Ja, das sind Kollegen. Hallo, Christian. Arbeitskollegen von Christian. Wir suchen Christian. Genau, wir suchen Christian. Was ist denn Christian zusammen? Was ist denn mit der Wache? Haben Sie sich verletzt oder was? Ich hab der. Keine Ahnung. Was ist denn das? Das Blut. Wo kommt das her? Ist das von Christian? Verletzt? Ist das Blut von Christian? Junge Dame, ich hab ihn schon mal gesagt. Hier, das verletzt. Zeigen Sie mal die Hände. Hey, Mach mal das halt anders. Was ist denn los? Runter auf. Sie bleiben weg. Ja. Arm vor. Nachdem wir natürlich festgestellt hatten, dass er Blut an der hatte, hat er natürlich gleich den ersten Moment genutzt und den Tatort so schnell wie möglich verlassen. Somit hatten wir erstmal den ersten Tatverdächtigen und eventuell auch eine Person, die uns darauf hinweisen konnte, wo der Christian abgeblieben ist. Erzählt, was ist passiert hier? Wo ist euer Kollege? Weißt du, wo Christian ist? Weißt du, wo Christian ist? Bitte sag's mir. Ja. Bitte. Wir waren auf Christian. Haben Sie sich hier getroffen oder was? Er hat gesagt, er ist auf der Toilette. Christian ist auf der Toilette. Wo ist die Toilette? Ich zeig Ihnen das. Wo die Toilette ist. Willst du gucken? Ja, ja. Hallo? 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 Ist die Polizei? Christian! Moment, bleiben Sie mal ganz ruhig bitte. Christian! Hallo, ist die Polizei? Hören Sie mich? Schatz! Verstehen Sie mich? Ja, was ist los? Schatz! Okay. Bleiben Sie mal ganz ruhig bitte, okay? Ich kümmere mich erstmal um ihn. Verstehen Sie mich? Ja. Ist die Polizei? Das werden wir versuchen jetzt rauszufinden. Jetzt ist erstmal wichtig, die Person aufzupäppeln, also sprich erstmal sich um seinen Gesundheitszustand zu kümmern. Ich habe den RTW benachrichtigt über Berolina. Mein Kollege hat sich dann in der Zeit um die Person gekümmert, konnte dann auch schon die ersten Fragen stellen. Und jetzt sind weitere Ermittlungen erstmal vonnöten. Vor einer Woche wurde ich befördert, habe noch einen Firmenwagen bekommen und ein Arbeitskollege. Nikolas Vogel, der war damit nicht einverstanden. Und der hat mir ja gesagt und hat mir auch sogar bedroht, dass er meine Beförderung ruinieren wird. Wo ist der andere hin? Ich hab ihn angekettet. Ja, ich wusste nicht, was mit dir ist. Dings ist unterwegs, Herr Kanon. Okay. Das Opfer ist durcheinander und braucht ärztliche Versorgung. Adam Sestritsch und Sören Naujok knöpfen sich derweil den Tatverdächtigen vor. Raus mit der Sprache, was ist hier noch passiert? Vor allem mit dem Auto, was ist das? Farbe, Blut? Das ist nur ein bisschen Rinderblut. Rinderblut? Ja. Und was sollte das bewirken? Eine Drohung? Ja, also Neid unter Kollegen oder Missgunst, das ist ja, in vielen Berufsbereichen, also ich würde sagen, in fast jedem so. Aber dass ich jemanden dann niederschlage und dann noch verletzt irgendwo liegen lasse, wo ich nicht mal weiß, wie es ihm gesundheitlich geht, das geht gar nicht. Der Arsch, der ist erst seit 5 Jahren in der Firma. Ich reiß mir seit 10 Jahren den Arsch dabei auf. Der hat keine Ahnung, der schleimt nur beim Chef rum. Und jetzt kriegt er auch noch ein Firmenauto. Das ist doch scheiße. Ey, der leistet super Arbeit. Was ist denn dein Problem? Der schleimt nur rum. Nee, habt ihr nicht gesehen? Der kann da nichts. Ich weiß es nicht. Und dann, wir hatten halt schon abgemacht hier mit dem Lasertag. Und ich hatte echt keinen Bock drauf. Und ich dachte halt, wenn ich da noch ein bisschen Zeug drauf kippe, dann kommt er halt nicht. Was sollte das bewirken? Dass er einfach nur erschrecken oder einfach eine Warnung setzen? Haben Sie vielleicht bedroht noch vorher oder irgendwas? Bedroht? Okay, ich denke, also, ich habe dir nur einen kleinen Klaps gegeben, dass der Direktor im ersten Schlag irgendwie zu Boden geht. Okay, Sie kommen erstmal mit uns. Hier sind zwei Straftaten im Raum. Zum einen die Sachbeschädigung am Fahrzeug. Hier wurde das Rinderblut über das Fahrzeug geschüttet. Das Schiebedach war offen, ist reingekommen.
drinnen alles versaut. Zum anderen haben wir hier eine gefährliche Körperverletzung, da mit der Waffe auf den Schädel von Christian eingeschlagen wurde. Was im Endeffekt jetzt als Strafe rauskommt, das entscheidet die Staatsanwaltschaft. Nur so viel steht fest. Um einen Prozess wird der Täter nicht herumkommen.